Herzlich willkommen zu meiner Vorfahrtskarte auf diesem Marsch. Wir werden jetzt das Gerät wegstellen. Erstmal ganz schnell. Dann werden wir uns die Mähtechnik schnappen. Dann werden wir uns Feld Nummer die Wiese kaufen da oben. Normalerweise müssten wir den ja leer machen. Kartoffeln wurden ja so über die Zeit nicht gut bekommen. Aber hier in LS ist egal, nicht tragisch. Ich habe mir jetzt kurzfristig entschieden, wir machen jetzt auf der Wiese Heu. Das Wetter sagt dazu, es ist trocken. Dazu müssen wir ein bisschen beeilen. Und zwar ein bisschen mehr als beeilen. Dazu müssen wir die Mähtechnik klar kriegen. Also wir müssen zwei Traktoren oder machen Silage. Brauchen wir auch, ne? Also Heu ist billiger zu kaufen als Silage. Alt S. Wetter. Also von Grastrocknung ist null, weil so kalt ist. Ja, null. Also nicht so günstig. Tendiere ich dort eher das Richtung machen wir Silageballen. Das heißt, wir werden einen Verband mähen, wir werden einen Verband pressen. Jetzt brauchen wir vier Traktoren. Zwei zum Mähen und zwei zum Pressen. So, dann werden wir den mal gleich losschicken. Müssen wir in Nähe der Straße fahren oder wo die Kurse sind. So. Das könnte beides ein bisschen im Weg stehen hier. Also die Sämaschine und der Düngerfahrer hier. Ansonsten werden wir Feld kaufen. Na, hier wird das nichts. Gut, Feld 36. Das heißt, wir schicken den mal auf Feld 36. Wie gedacht. Soll jetzt wieder hochfahren? Keine gute Idee. Na, den brauchen wir sowieso gleich wieder. Den Dünger steuern, aber erstmal brauchen wir den Traktor. Das ist ja der Kalkfahrer, okay. Kalk brauchen wir immer nicht. Aber wir werden immer das Gerät freiräumen und doch den Fendt nehmen. Und den können wir zum Ballpressen nehmen. Warum will er jetzt dahin?
Hab mir gedacht. ich habe ja die Hallen neu gesetzt. Das ist ja. Das ist ungünstig. Er hat sich festgefahren, ja. Das Cosplay. Wenn man die Kurse sich anzeigt, ne? Muss ich die löschen. Ja, habe ich schön eingefahren, gequält. Gut. Oder auch nicht gut. Ja, yep, das ist, oh, sieht sehr schön aus. Wir brauchen den E-Traktor, nützt auch nichts. Wir müssen noch einen losschicken. Oh, Ballon ist da oben. Ja, das Vorbereiten dauert ein bisschen. Abhängen. Die werden wir auch reparieren. Und kurz waschen. Können wir den nächsten auch noch schicken? So, einsteigen und wo willst? Vorne hin. Du die umstellen nach vorne. Und nächste Geschirr für mähen. Ja, da werde ich noch einen Kurs löschen müssen irgendwie. Mal sehen. Mach ja keine Arbeit. Aber ist nicht anders, ne? Das kann ja Holger nicht wissen, dass ich einen Hof verbaue. Das weiß ich ja vorher auch nicht genau. So, jetzt können wir den auch losschicken. Ja, kaum genutzt, schon wieder kaputt, ein bisschen. Jetzt mal stellen wir ihn genau dahin, wo der andere auch war, und dann schicken wir los. Ja, die brauchen auch Silageball, nutzt ja auch nichts. So, Size 36. Auf geht's. Da, wo ist der andere Fahrer? Das Düngerfahrer. Der hat sich verpisst. Wo ist denn der? Ach, der ist schon da. Gut, erstmal aus. Wie gesagt, hier werden wir den entsprechend mähen.
mach mal Platz. Die werden wir schon mal vorbereiten zum Mähen. Die Bäume könnten stören. Hat er aber im Video erzählt. Das heißt, wir werden die mal ganz kurzfristig abfräsen. Also, dann brauchen wir eine Fräse. So, dann müssen wir gleich reagieren. Dann nehmen wir unseren Fett. Der andere fährt auch schon in die Richtung, das passt. Fett war hier. Das Gewicht können wir hier lassen. Fräsen wir noch die Bäume weg. Am besten mit Anhänger. Dann mit dem gelben Blech mit. Dann können wir das Holz gleich entsprechend die Hacke zu einlagern, theoretisch. Fahren und entsprechend die Fräse holen. Und dann büßen wir auch zum Feld von 36, bevor die anderen beiden mit Mähen beginnen. Müssen wir ganz schnell die Bäume wegfräsen, samt Wurzel und sonst ganz stumpf. Sonst gibt es Probleme beim Mähen her. Er hat das Fehler zwar gefixt, also die Fehler, das ist ein Schönheitsfehler, sag mal so. Aber hätte man die Früchte Zeug setzen müssen, das wollte ich nicht. Dann machen die Bäume weg und dann ist es auch gut. Es ist nur gut, dass ich gestern das Video gesehen habe. Dadurch ersparen wir uns ein bisschen Ärger. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich am besten fahre. Ich glaube, immer geradeaus. Jetzt muss ich an der Karte mal gewöhnen, dass sie größer ist. Sprungschanze. Die Deiche sind in meinen Augen ein bisschen unsinnig, weil die erfüllen die Funktion eines Deiches nicht, wenn das nicht durchgehend ist. So, mal gucken mal, da ist auch noch Wald. Aber gut, das mag ja so sein in seiner Ecke. Kann ich nicht beurteilen, ich war noch nicht da. Ich meine, es wäre sehr, sehr verleitend, das entsprechend in der BGH zu verarbeiten. Aber wir wollen ja Silage für die Kühe haben und wir wollen ja mal ein bisschen kaputt, aber was soll's. So, starten mal, ausklappen. Dürfte die Bäume hier vorne sein. Fräsen wir die mal weg, ne? So.
Und weg bist du. Wir haben auch mal ein Lager in unserer schönen. Ja. Dino. Ich hätte auch die Bäume in, auch noch absägen können, theoretisch, aber das wollte ich nicht. Und daneben. Und weg bist du. Hoch runter und weg bist du. Entschuldigung. Also geht mit der Steuerung nicht. Lass ihn unten. Also er nimmt auch Laubbäume, ne? Hauptsache der Stumpf nicht da. Ich überlege auch, ob man später die kleine Wiese mit der großen Wiese zusammenlegt. Dann kannst du in einem Ritt das alles bearbeiten. Bald voll. Wahnsinn. Da fehlt nicht mehr viel. Da muss ein LKW kommen. Hinten ist voll. Doch mehr wie ich dachte. Schlecht. Oder auch gut. Weg. Dann legt den jeder andere auf. Armeen. Auch du musst weg, du Teil. Ein bisschen die Zeit beschleunigen, man sagen kann, das Winter ist Winter, ne? Dann könnte man hier einen Baum aufstellen zu Weihnachten. Aber ich glaube, so schnell bin ich hier nicht bei. So, 56%. Jeder schon kommen, dass wir uns noch hier mit LKW kommen müssen. Und den die Fräse leer machen müssen. Und noch mehr Arbeit als uns lieb ist hier anfangs.
Zündung kosten. Ach, wir haben auch drauf. Der will auch Geld haben. Was haben sie vorher quälen müssen, wenn man die Ball weg haben wollte? Mit der Motorsäge zerlegen, kleiner und mühsam aufladen. Per Hand. Da bin ich ja neugierig, was die hier machen in 21 Vision. Ob sie irgendwas, was Gutes übernehmen, wie Teasen zum Beispiel. Oder Cosplay. Oder Outreif. Wir werden mal den LKW losschicken. Dann können wir das entsprechend überladen, über was da im Vordergrund ist. Dann können wir da gleich ins Lager fahren lassen. Ob der mit den Gespannen klarkommt? Glaub nicht. Fahren wir selber. Da war eine Unebenheit. Ne, wer da wieder Laterne hingestellt hat. So, und die Richtung 36. Mit Schwung bergauf. Die Feder so mitmachen auf Dauer. Drin aktiviert, dann müssen wir umändern. Wenn was gewesen. Ich musste kurz überlegen, was für Tastaturzahl das war oder Buchstabe war. Natürlich ist das jetzt ungünstig, wenn man hier drüber fährt, ne? Weil ja das Gras weg ist. Aber es geht nicht anders und es werden hinterher Probleme geben. Aber das wollen wir ja nicht. Wow, voll. C. Und auf hintere. N was gewesen. Ich dachte, ich komme einen Hänger aus, aber ist das. Oh, überlänge. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal schüssel wegen Winkel. Man hört und sieht sich dann vielleicht zur nächsten Folge. Tschüss.